um eine Alternative zu dem morgendlichen Milchkaffee. Gerade in der Zeit, wo es so heiß ist wie jetzt im Sommer, wir haben August, da ist es schön, mit einem Getränk anzufangen, was einen nicht zusätzlich aufheizt. Und das macht Kaffee normalerweise. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, normalerweise schwitzt man mehr, es regt den Kreislauf an, alles die Dinge, die wir eigentlich im Sommer nicht gut gebrauchen können. Jetzt gibt es da schon seit längerem ein alternatives In-Getränk. Man nimmt nämlich statt dem üblichen Kaffee Matcha-Tee. Das ist hier in dieser Dose schön hellgrün, macht langsamer wach, ist nicht so anregend und aufhitzend. Und das ist eine super Alternative, macht auch ein bisschen länger satt. Also man hat so das Gefühl, wenn man es in Milch gemixt hat, kann man lange Zeit eigentlich ohne Essen sein. Das ist die eine Variante. Jetzt möchte ich euch was ganz Neues anbieten, und zwar für gerade die, die vielleicht ja auch nicht so gerne Tee trinken, sich trotzdem gerne was Gutes tun wollen. Da wäre die Alternative, auch Kräuterpulver in Milch aufzuschäumen, eine super Sache. Und eine gute Pflanze, auch jetzt in dieser Hitzezeit, ist Löwenzahn. Weil Löwenzahn ist bitter. Bitter ist kühlend, ist aber nicht so anregend wie der Kaffee und entgiftet und ist vor allen Dingen gerade in der Saison, wo gegrillt wurde, wo Tomaten mit Mozzarella gegessen wurde, aus ayurvedischer Sicht alles essen, was uns belastet, was unseren Körper eher was zumutet, was entgiftet werden muss. Und da ist der Löwenzahn eine super Pflanze dafür. Und wer vergessen hat oder gar nicht dazu kam, im Frühjahr Löwenzahn zu trocknen, der hat immer noch die Möglichkeit, jetzt fertig getrocknetes Löwenzahnkraut, sowas, wo man eigentlich Tee draus machen würde, zu kaufen. Und damit sich das schön in der Milch mixt, Milch hat den Vorteil, dass sie aus einer Emulsion besteht. Das heißt, sie hat sowohl wässrige als auch Fettanteile. Und das ist für viele Pflanzen besonders gut, weil dann lösen sich auch die ätherischen Öle zusätzlich noch besser in der Milch. Und das heißt, es ist für unseren Körper besser verwertbar. So, für unseren Löwenzahnlatte habe ich jetzt den Löwenzahn hier in den Mixbecher getan. Das muss recht fein gemixt sein. Also wenn ihr nicht so ein Gerät habt, tut es auch ein Zauberstab mit einem Nussmix-Aufsatz. Also das ist einfach was, was das sehr pulverig verarbeitet. Dann mixt ihr das. Den Löwenzahnblätter und Blüten sind das hier, nicht die Wurzel. Wurzel ginge aber theoretisch auch. Also nach einer Minute ist das etwa gut pulverisiert und fein. Ich kann es nochmal in die Kamera halten. Da reinrieseln lassen. So, das ist jetzt unser fertig gemahlenes Löwenzahnkraut, was wir aus dem getrockneten Tee pulverisiert haben. Der Löwenzahn hat jetzt einen Nachteil als Frühstücksgetränk: er macht nicht wach. Das heißt, auf längere Sicht gesehen macht er schon wach, weil er ist so entgiftend für den Körper, dass natürlich die Giftstoffe uns auch ermüden, und wenn wir unsere Leber, unsere Niere anregen und die Giftstoffe ausscheiden, dann bringt uns das auf Dauer gesehen Wachheit. Aber eben nicht so, wie wir das normalerweise vom Kaffee kennen. Deswegen könnt ihr, wenn ihr da gar nicht interessiert seid, dass ihr es euch wach macht, könnt ihr den Löwenzahn alleine verwenden und einen reinen Löwenzahn-Mascher machen. Dann würdet ihr einen ganzen Teelöffel Pulver nehmen. Ich nehme jetzt einen halben, weil ich mische das mit dem Matcha-Tee. In ein Glas einen halben Teelöffel Matcha. Oder nur so ein Viertel reicht eigentlich, weil das ist schon relativ viel. Und unsere Tasse ist nicht so groß. Dann nehmt ihr Milch, wie ihr sie vertragt. Oder eben Ersatzmilch, Hafermilch. Ich habe jetzt hier eine Mandelreismilch, das finde ich sehr lecker. Die ist auch leicht gesüßt. Das Ganze löst sich nicht so leicht auf. Das heißt, ihr könnt es mit dem Löffel so am Rand ein bisschen andrücken, sodass ihr diese Teile, die da ungelöst sind, besser in Lösung bringt.
Was ich hier zur Geschmacksverbesserung noch dran mache und auch, weil es therapeutische Wirkung hat, ist eine ayurvedische Mischung, die man auch einfach in den Kaffee tun kann, weil sie ein bisschen diese erhitzende Wirkung vom Kaffee ausgleicht. Für den Sommer ist das auch eine gute Mischung, egal in welches Heißgetränk ihr das gebt, eben auch in unseren Löwenzahn-Matcha, weil es gut schmeckt. Das heißt, ihr gebt etwa eine gute Messerspitze, ich habe jetzt so die Rückseite von einem Löffel genommen, davon dran. Und das besteht zu gleichen Teilen aus Kardamom, aus Koriander, aus Fenchel und aus Vanille. Das kommt jetzt mit in unsere Milchmischung mit Löwenzahn und Matcha-Tee. Und wir gehen jetzt zum Kaffeeautomaten und schäumen das, so wie ihr normalerweise euch eine Milch an eurem Kaffeeautomaten aufschäumen würdet, auf. Wenn ihr keinen Kaffeeautomaten habt, dann geht es auch ganz klassisch in einem Töpfchen auf den Herd. Ich schäume jetzt diesen Matcha-Latte auf an der Kaffeemaschine ohne Kaffee, also nur den Milchschäumer verwenden. Es gibt ja verschiedene Geräte, es gibt ja auch Milchschäume, die separat sind. Ihr könnt es, wie gesagt, in ganz normalen Töpfchen machen, wie auch immer ihr normalerweise Milch heiß macht. Ich stelle es gerne auf die Cappuccino-Einstellung, weil es dann natürlich oben noch einen Schaum gibt und der ist besonders lecker. Also das ist natürlich auch so immer so ein bisschen Krisselzeug da am Rand. Sieht nicht ganz so schön aus manchmal, aber dafür ist es kein Instant-Kaffee, es löst sich nicht komplett, sondern es ist reine Natur mit Milch geschäumt. So, so sieht es jetzt aus. Heiß und ich glaube lecker. Alles zum Nachlesen findet ihr unter www.knorr-fieten.de. Noch ein Wort zum Löwenzahn aus der ayurvedischen Heilkunde. Der Löwenzahn ist in der ayurvedischen Medizin ein Spezifikum für Brusterkrankungen. Das heißt, alles was Abszesse sind, Wundestellen, Zysten, Ödeme, fehlende Milchbildung, kann mit dem Löwenzahn sehr gut unterstützt und behandelt werden. Zu den Gewürzmischungen findet ihr in einem anderen YouTube-Ausschnitt zu ayurvedischen Gewürzmischungen, wie man die macht und welche Wirkung die haben. Und ihr findet natürlich auch das, was hier verwendet wird, als Link auf der Webseite, auch die Informationen dazu.